hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Quincy, 21. Juni 2019, übersetzt von Martin Gadot. Die Dunkelmächte haben zwar die Schlacht verloren, aber den Kampfgeist noch nicht aufgegeben und ihre Präsenz ist immer noch spürbar. Doch die Schwingungen, die sie und ihresgleichen in sich tragen, können nur Leute gleich niedriger Schwingung beeinflussen. Und das ist an vielen jüngeren Mitgliedern der Bevölkerung sichtbar. Nichtsdestoweniger wird es keinerlei Auswirkungen auf alle diejenigen Menschen haben, die sich über diese Stufe bereits hinausentwickelt haben. Die Dunkelkräfte haben nicht mehr die Macht wie einst und ihre bisher über viele Jahrhunderte verfolgten Ziele, die gesamte Welt unter ihre Kontrollmacht zu bringen, sind kläglich gescheitert. Das bedeutet, dass die euch von ihnen angelegten Fesseln, die euch bisher zurückgehalten haben, beseitigt sind. Und so werdet ihr nun freie Seelen, die in der Lage sind, ihre Weiterentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Das wird in der heutigen Zeit auch durchaus erwartet. Und so dürftet ihr jetzt wesentlich raschere Fortschritte machen können. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis ihr die Wahrheit eures Seins vollständig begreifen könnt, aber es wird im richtigen Zeitraum zu euch kommen. Auf eurem Weg in den Aufstieg bekommt ihr viele Informationen über eure Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihr brecht aus eurem Kokon des Vergessens aus und das ist für euer spirituelles Wachstum notwendig. In der Vergangenheit wart ihr auf ein derart niedriges Niveau gesunken, dass man befürchten musste, dass ihr nie wieder zur Wahrheit hin aufwachen würdet. Aber irgendwie konnte eine ausreichende Anzahl unter euch ihre Eigenschwingung erhöhen und somit das höhere Schwingungsniveau erreichen. Hier könnte man sagen, dass die wenigen den vielen geholfen haben, über die 2012-Wegmarke hinaus zu gelangen. Und das hilft wiederum anderen, das Gleiche zu schaffen. Wie wir schon oft erwähnt hatten, sobald eine Seele im Licht erwacht, hat sie viele helfende Hände, die ihr beistehen, sodass sie weitere Fortschritte machen kann. Der Zweck des Lebens ist es, spirituelles Wissen durch Erfahrung zu erlangen und entsprechend zu leben, damit ihr eure Schwingung erhöhen könnt und immer mehr zu Wesenheiten des Lichts werdet. Bei den vielen Herausforderungen, die immer wieder auftauchen, solltet ihr euch klar machen, dass einige darunter für eure Weiterentwicklung wichtig sind und sorgfältig beachtet werden sollten. Nur sehr wenige eurer Erfahrungen sind ohne irgendeine grundlegende Lektion. Deshalb ist es ratsam, dass ihr in euch geht und euch fragt, was deren Bedeutung ist. Falls eine Lektion gelernt werden muss, ist es eindeutig ratsam, zu verstehen zu versuchen, wozu diese Erfahrung dienen soll. Diejenigen unter euch, die jene 2012-Wegmarke persönlich bewältigt haben, dürften jetzt spirituell vorankommen und kaum oder gar keine Nebenwirkungen mehr spüren. Eure Erfahrungen können dazu genutzt werden, anderen zu helfen, die möglicherweise zu euch kommen, weil sie von eurem Licht angezogen werden. Einige möchten vielleicht etwas über euch persönlich und über eure Arbeit wissen, andere wiederum wurden möglicherweise zu euch geführt, seid also nicht überrascht, wenn das geschieht. Wenn die Erde und ihre Bevölkerung zur Ruhe gekommen sind und der Frieden zum Normalzustand geworden ist, werdet ihr offen sein für Besuche von anderen Außerirdischen, die euch helfen wollen, den evolutionären Wandel zu beschleunigen. Ihr werdet viel von ihnen lernen über das, was euch bisher über so lange Zeit verweigert wurde.
Die ersten Anzeichen des Erwachsenwerdens und Begreifens müssen von euch selbst kommen. Dann werdet ihr Hilfe bei der Umsetzung eurer Ideen und Wünsche erhalten. Ihr werdet rasche Fortschritte machen, da es euch bestimmt ist, auf eurer neuen Erde zu leben, die voller unberührter Schönheit sein wird. Es gibt wahrlich keine angemessenen Worte, um den Wandel von der alten Erde zur neuen Erde zu beschreiben. Es wird ein Paradies sein, das sich von allem unterscheidet, was ihr bisher erlebt habt, und ihr werdet begeistert sein angesichts der Lebensenergie, die in allem existiert. So habt ihr also vieles, auf das ihr euch freuen könnt, und endlich ist dies auch in eurer Sichtweite. Das muss so sein, da der höchste Schöpfer es so verfügt hat. Ihr seid auf gutem Weg zur Vollendung dieser Phase, in der ihr mit einer Existenz in den höheren Schwingungsebenen der Ruhe und des totalen Friedens belohnt werdet, die durch keine niedere Schwingung mehr gestört werden kann. Für diese Seelen wird die Zeit kommen, in der sie Gott angenommen haben und sich auf den Weg nach Hause freuen können. Und jeder Weg führt dann am Ende zurück zur Gottheit. Da in den höheren Reichen die Zeit nicht existiert, sondern alles im Jetzt existiert, besteht kein Druck auf diejenigen, die noch eine weitere Reihe von Prüfungen und Herausforderungen durchlaufen müssen, um sich weiterentwickeln zu können. Wie immer ist jedoch Hilfe vorhanden, wenn eine Seele erleuchtet wird, und Hilfe wird weiter vorhanden bleiben, bis diese Reise vollendet ist. Wir wissen, dass viele unter euch sich der Situation bereits bewusst sind, aber vielleicht nicht erkennen, dass die jetzigen Endzeiten außergewöhnlich sind, da jeder Seele die gleiche Gelegenheit geboten werden soll, am Massenaufstieg teilhaben zu können. Eure vielen Lebenszeiten haben euch einen langen Weg geführt, und heute seid ihr flexible Seelen mit vielen Fähigkeiten, die aufgerufen werden können, euch allen durch diese besondere Lebenszeit hindurchzuhelfen. Macht euch klar, dass ihr auf eure Erfahrungen zurückgreifen könnt, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Denn ihr müsst eindeutig von diesen Aspekten profitieren, die euch helfen können, euren Lebensplan zu erfüllen. Solche Arrangements holen das Beste aus jeder Generation. Denn die Fortschritte sind in der Weise maßgeschneidert, dass sie in Schritten erfolgen, die jeweils in die richtige Richtung weiterführen. Offensichtlich tun die Dunkelmächte in den Anfangsstadien alles, euch von Erfolgen abzuhalten. Doch Fortschritte sind zu allen Zeiten unumgänglich. Ihr kommt jetzt aus unruhigen Zeiten, behaltet also euer Ziel vor Augen und lasst euch nicht von äußeren Ergebnissen ablenken. Es gibt immer noch Fallstricke auf eurem Weg, aber wenn ihr euch an euren Pfad der Tugend haltet, werdet ihr geradewegs an ihnen vorbeisegeln, in der Tat, jeweils abhängig davon, wie weit ihr bereits fortgeschritten seid, werden sich die Dinge bald für euch beruhigen. Haltet euch also im Licht auf und erliegt nicht den Versuchungen, die euch in den Weg gelegt werden. Denkt daran, dass ihr gelegentlich noch getestet werdet, aber in eurem jetzigen Entwicklungsstadium solltet ihr in der Lage sein, problemlos damit umzugehen. Ich hinterlasse euch nun wieder meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht, Mike Quincy. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.